Die Fans feierten ihre Bad Wildungen Wipers, obwohl am Ende eine 28:36 Niederlage gegen den Thüringer HC zu Buche stand. Auswärts wurde bisher die maximale Punktzahl eingeholt. Nur in der Ensehalle müssen die Wipers-Anhänger weiter auf den ersten Zähler warten. Allerdings gastierte mit dem Thüringer HC der amtierende deutsche Meister, dessen Kader mit zahlreichen Nationalspielerinnen gespielt ist. Petra Nagy begann diesmal für Neuzugang Nadja Bolze am Kreis und Manuela Brütsch hütete das Tor. Nach dem 2:3 durch die junge Nagy drehte Meistertrainer Herbert Müller innerhalb einer Auszeit an den entscheidenden Stellschrauben. Anschließend traf das Team um die hoch aufgeschossene Nationalspielerin Nadesha Nadgomaja vor allem aus dem Rückraum. Laura Wasilewskus 6:9 ließ die Kurstädterin etwas herankommen. Aber was besonders auffiel, nach einem erzielten Treffer kam oft prompt das schnelle Gegentor. Es schien, als hätten die Wipers in der Freude über den erfolgreichen Abschluss die rasche Rückwärtsbewegung vergessen. Aber hinter der Abwehr stand an diesem Tage eine glänzend aufgelegte Manuela Brütsch. Mit zahlreichen Paraden verärgerte sie die Offensivreihe des Liga-Primos des Öfteren. Bis zur Halbzeit musste man den Champions-League-Teilnehmer dennoch auf 12:20 davonziehen lassen. Mit Dina Eggerle stieg auch ein ganz bekanntes Gesicht aus dem Thüringer Bus. Die Jugendnationalspielerin war in der Vorsaison an die Wipers ausgeliehen worden und hatte somit entscheidenden Anteil am Aufstieg. Zu Beginn von Hälfte 2 legten Nagy und Wasilewskus gleich zwei schnelle Tore vor und zeigten, dass sich die Wipers 2014-2015 so schnell nicht aufgeben. Das honorierten auch die 800 Zuschauer. Jedes Tor der Bremmer-Sieben wurde frenetisch gefeiert. Man ist im Moment einfach happy in Bad Wildungen. Die frisch gebackene Mama Miranda Robben ist ebenso wichtig für das Team wie die aktuellen Torschützinnen, bei denen vor allem Laura Wasilewskus herausstach. Durch ihre insgesamt 13 Treffer, wovon 8 sicher verwandelte 7 Meter waren, ließ man den Serienmeister aus den neuen Bundesländern nicht allzu weit wegziehen. Trotzdem trafen Wohlwold und Co. in den zweiten 30 Minuten noch insgesamt 16 Mal, sodass am Ende ein 28:36 auf der Anzeigetafel erschien. Das kompetente Bad Wildunger Fachpublikum wusste diese Niederlage aber einzuordnen. Nach dem Abpfiff belohnten die Fans ihre Mädels für den tollen Kampf mit tosendem Applaus. Tessa Bremmers Team hat nun 4:4 Punkte auf dem Konto und befindet sich auf Platz 7 der Bundesliga.